Hallöchen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Thema Selbstliebe. Ihr wisst ja, dass ich da, die mich schon länger verfolgen, dass das ein wichtiges Thema für mich ist, wo ich auch gerade an einem Videokurs arbeite, der, ja, wenn er reif ist, werdet ihr davon erfahren. Und heute habe ich mir die Silke an die Seite geholt, weil ich das einfach immer spannend finde, auch andere Menschen zu dem Thema zu hören und sich auszutauschen, was da so der eigene Weg ist, weil ich weiß, dass es einfach sehr, sehr viele Menschen beschäftigt. Ich möchte erstmal so als, oder erstmal herzlich willkommen Silke, schön, dass du dabei bist. Und für alle, die Silke noch nicht kennen, magst du nochmal ein paar Worte so zu dir sagen? Und genau. Hallo erstmal, ich bin die Silke. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, die Kathi. Mein YouTube-Kanal heißt Silke Leopold und den habe ich jetzt seit September 2013. Und in meinen Videos informiere ich über vegane Ernährung, Rohkosternährung, Wildkräuter, Fasten, Rohkost mit Kindern. Ich habe auch ganz viele Food-Diaries, wo ich zeige, was ich mit meinen Kindern esse. Vegane Kost, Rohkost. Minimalismus ist auch ein Thema und ja, also verschiedene Themen. Ich habe jetzt auch, glaube ich, schon über 300 Videos. Wahnsinn, was sich da so angesammelt hat. Und ja, mir macht es total Spaß, die Menschen zu inspirieren und einfach mal einen Teil von meinem Leben zu zeigen, was für mich wichtig ist. Also es ist immer ja nur ein Teilaspekt. Genau, und das macht mir einfach Spaß. Ja. Und es ist auch schön, andere Menschen zu inspirieren. Genauso wie du deine Videos auch Menschen inspirierst. Einfach schön. Ja. In der Infobox packe ich dir auf jeden Fall den Link zu Silkes Kanal. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich bin da, weiß nicht, vor 2 Jahren drauf gestoßen und dadurch hat sich auf jeden Fall mein Leben auch sehr verändert, so seitdem ich dich entdeckt habe mit der Rohkost und so. Das war nochmal ein wichtiger Schritt. So. Danke auch nochmal dafür. Total gerne, freue ich mich total. Ja. Auch, dass wir jetzt so befreundet sind. Ja. So, dass sich das so entwickelt hat durch den Potluck auch. Ne? Mhm. Du kamst das erste Mal zum Potluck, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Erst habe ich dich nur im Internet gesehen und dann in echt. Echt. Schön. Genau. Und jetzt sitzen wir hier und du hast auch einen YouTube-Kanal. Wir machen für dich ein Video. Das ist irre, oder? Wie die Zeit vergeht und was sich so entwickelt. Genau. Ja. Ja, ich finde es auch einfach schön, diesen Kanal so zu benutzen, also so diesen, um so das zu teilen, was einem wichtig ist. So, ne? Und was ich auch, oder was wir beide mehr sehen wollen in der Welt, so, und damit Leute zu inspirieren. Genau, und wie gesagt, also heute geht es ja um das Thema Selbstliebe. Und ja, da gibt es auf jeden Fall viel Entwicklungspotenzial für die, die mich noch nicht so lange verfolgen. Ich bin ja irgendwie mal gestartet in der Kindheit und so habe mich ziemlich als Opfer gefühlt und hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein und auch gar keine Selbstliebe. Das ist dann alles irgendwie mit der Zeit entstanden. Also ich war ja früher stark übergewichtig und habe dann immer weite Klamotten angehabt, damit das niemand wahrnimmt, wurde gehänselt. Und das hat irgendwie nicht dazu beigetragen, dass ich irgendwie viel Liebe für mich selber hatte. So, ne? Ich war immer eher so, das Leben ist gegen mich und ich bin ein Störfaktor. Und bin ich überhaupt gewollt in diesem Leben, in dieser Welt? Und habe das dann so mit der Zeit einfach gemerkt, dass das schade ist, dass ich so selber so gegen mich bin. Ja? Also das, irgendwann habe ich dann halt erkannt, es ist nicht das Leben, was gegen mich ist, sondern es war irgendwas in mir. Und dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile gesammelt habe, so dass diese Selbstliebe, die ist in jedem von uns vorhanden. Und auch das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in die eigene Person. Und es ist so ein tägliches Üben, das zum Vorschein zu bringen. Also es ist nicht einfach so, oh, jetzt Schalter umlegen und dann ist es für immer da. Mhm. Sondern ich habe auch noch so Tage, wo ich irgendwie denke so, oh, der kann doch bitte mal schnell vorbeigehen. Oder irgendwas gelingt mir nicht. Oder ja, das sind dann diese herausfordernden Momente, wo es so, wo die Selbstliebe ganz besonders stark gefragt ist, ne? Wo irgendwie was nicht funktioniert. Und dann in der Liebe zu bleiben, so, das ist so das,
Herausfordernde und Schöne. Und das, also da dann zu bemerken, wow, ich habe es geschafft, obwohl irgendwie ich, mir das und das gerade nicht gelungen ist oder ich noch nicht so weit bin, wie ich eigentlich gerne wäre. Und dann einfach milde mit sich selbst zu sein und zu dem zu sagen, was da gerade ist und sich so anzunehmen. Hm. Wie hast du das so in deinem Leben erlebt? Also, ich habe auch nicht so viel Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein aus dem Elternhaus mitbekommen. Mhm. Ich glaube, weil das meine Mama auch noch nicht so, das kommt von ihrer Familie auch nicht so mitbekommen hat. Also aus verschiedensten Gründen. Ich kann mich erinnern, ich war immer ein sehr ruhiges Kind, sehr zurückgezogenes Kind. Mhm. Und sagen wir es mal so, auch von meinem Vater kam jetzt auch nicht so viel positive Dinge. Der hat dann eher so Dinge angesprochen, die ihm nicht so gut funktioniert haben. Der konnte nicht so gut loben, hat überhaupt nicht so viel generell. Dann auch, als ich älter war, gesprochen. Ich hatte dann auch das Gefühl, als ich jugendlich war, er sagt immer die Dinge, die ihm nicht so gefallen. Und dann habe ich schon gemerkt, wie das an meinem Selbstwertgefühl genagt hat. Weil ich habe das Gefühl, mir wird immer so aufgezeigt, was eben nicht so gut funktioniert. Also ich hatte auch lange kein gutes Selbstwertgefühl. Mir fällt das gerade noch so ein, ich kann mich erinnern, als ich Kind war, so mit 10, 11, und habe dann gemerkt, ich werde langsam kommen in die Pubertät und so die Brüste entwickeln sich. Da kam ich überhaupt nicht klar damit, das konnte ich überhaupt nicht annehmen. Mhm. Dass ich mich auf einmal, ich konnte mich gar nicht so annehmen, wie ich bin. Ich habe so, ich weiß nicht warum, ich wollte am liebsten mein ganzes Leben lang Kind bleiben. Mhm. Ich wollte mich gar nicht, ich habe damit sogar eine richtig komische Haltung angewöhnt. Immer so ein bisschen, damit man da die Brust nicht so sieht, wie heutzutage manche Mädels, die total stolz sind, wenn sie so die kleine Brust wächst. Und ich fand das so ganz furchtbar. Ich weiß aber nicht warum. Es hat aber auch eine Weile gedauert, bis ich das so annehmen konnte. Ich weiß nicht, warum ich als Kind ein Problem damit hatte, dass mein Körper sich verändert. Das weiß ich jetzt so nicht mehr genau, was dahinter liegt. Aber irgendwann habe ich es so angenommen, mein Körper, wie er ist. Wie hast du das gemacht? Also ich bin mir nicht mehr so sicher. Das war im Laufe meiner Pubertät, dann, als ich jung erwachsen war, das liegt ja schon so lange zurück. Aber es waren auch lange Kämpfe, das so anzunehmen, dass mein Körper sich verändert. Mhm. So, und dass ich eben jetzt kein Kind mehr bin und dass eben dann jetzt eine Brust wächst. Ich weiß auch noch mal, als ich so 10, 11 war, hatte ich auch kurze Haare und ich wollte immer am liebsten Junge sein. Aber immer deswegen, also ich wollte jetzt nicht unbedingt einen anderen Körper haben, das so nicht, aber ich wollte am liebsten noch ein Kind sein und auf Bäume klettern, einfach frei sein. Weil ich habe das Gefühl, auch Kinder, Jungs, die können einfach mehr rumtoben, auf Bäume klettern. Für Mädchen ist immer nicht so schick und die müssen Röcke tragen und das ist unpraktisch beim Klettern. Also ich habe es eher so pragmatisch gesehen. Ne? Mhm. Also ich wollte jetzt nie das Gefühl gehabt, dann später, ich bin im falschen Körper, so das überhaupt nicht. Aber es war interessant, dass ich irgendwie ein Problem hatte, dann erwachsen zu werden. So, dass mein Körper sich verändert, das weiß ich noch. Und heute, nach langer Zeit bin ich an dem Punkt, wo ich mein, es war auch ein Prozess, das ist jetzt nicht erst in den letzten Monaten passiert, aber schon in den letzten Jahren verstärkt, dass ich mich so angenommen habe, wie ich bin, auch mein Körper erstmal so. Zum Beispiel war es so, vor 4 Jahren vielleicht, da war es noch undenkbar, dass ich an FKK gehe. Undenkbar, dass ich mich irgendwie, no way, ne? Ging gar nicht. Und in den letzten 2, 3 Jahren hat sich das irgendwie so, habe ich gedacht, ja, mache ich mal, probiere ich mal aus. Und dass ich jetzt dazu stehen kann, zu meinem Körper. Mhm. Dass ich da auch keine Scham habe und dass ich gut so bin, wie mich Gott geschaffen hat. Ne? Sage ich jetzt mal so. Das war auch ein langer Weg. Also hätte ich jetzt mal nie gedacht. Ne? Das ist immer noch manchmal ein Prozess, merke ich so. Aber das gehört für mich auch zur Selbstliebe dazu, dass man sich einfach so vom Körper annimmt. Dass der Körper so okay ist, aber man meint, da ist ein Makel, auch durch die Schwangerschaft, ja auch 2 Schwangerschaften, habe ich dann auch Schwangerschaftsstreit, also man sieht es auch so ein bisschen, ne? Und dass ich mich da einfach so annehme, es gehört dazu, ich habe 2 wundervolle Kinder und es ist halt dann einfach so, ne? Nichts ist perfekt und es ist ja auch heutzutage so, dass vor allem gerade in der modernen digitalen Welt, du kannst ja so viel retuschieren, oder wie sagt man, gibt es auch nicht einen Begriff dafür, dass man eben Frauen die Zähne weißer, die Augen blauer, die Haut strahlender, dass auch viele Models oder das so bestimmt, dass die Kurven, dass die noch schlanker sind so und dass viele denken, oh, ich bin irgendwie zu
zu viel Kurven, ich habe den Makel und den Makel. Ne? Ich denke, dass die jungen Frauen heute vielleicht oder die Menschen noch mehr in Bedrängnis geraten, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht perfekt und sie sind gar nicht liebenswert, weil sie sehen ja nicht so aus wie die Männer und Frauen auf diversen Zeitschriften oder so. Ne? Ja. Das, ja, genau. Aber ja, Selbstliebe ist so ein Thema, also ich bin da auch noch nicht ganz komplett damit durch, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt immer noch so Themen. Aber was ich, glaube dir auch schon mal letztens im Gespräch gesagt habe, was für mich auch schön war, ich fand immer früher meine Füße doof. Also, weil die zu breit, wenn ich dann so auftrete, die sind irgendwie so breit. Ich fand immer so schlanke Füße, fand ich immer viel schöner. Und ich, gerade auch mal, als ich so jugendlich war, hatte ich auch Freunde, die haben mich immer dazu mit ein bisschen aufgezogen. Mhm. Also jetzt nicht schlimm, also nicht gehänzt, aber es war, kam ab und zu mal so, aber es war jetzt nicht so schlimm. Aber dadurch habe ich immer, wollte nie barfuß laufen. Ich hatte immer Socken oder Schuhe an. Und ich laufe jetzt seit über 2 Jahren barfuß. Und dann habe ich erstmal meine Füße zu schätzen gelernt. Und die haben sich auch ein bisschen verändert, auch durch die Ernährung, glaube ich. Und ich habe auch gehört, dass die Füße sich trotzdem noch verändern können, wenn man barfuß läuft oder auch. Ich hatte immer das Gefühl, die waren zu breit, aber jetzt sind sie gar nicht mehr so. Also ich weiß nicht, ich habe es einfach so angenommen. Ich bin ja so auch kein klapperdürrer Mensch, habe ja auch so keine ganz schlanken Hände oder bin total schlank und so. Also der Körper passt sich auch meine Nase, ja, eher so knubbelig so. Ich habe jetzt auch nichts ganz Dünnes, mein Gesicht ist breit, meine Lippen, es ist ja alles irgendwie ein bisschen breiter. Ist jetzt nicht schlank und zart, wieso sollte ich auch schlanke und dann zarte Füße haben? Das würde ja gar nicht passen. Mhm. Dann sich so in der Gesamtheit einfach mal so anzunehmen, anzuschauen, dass das einfach so perfekt ist. Mhm. Und wenn, man kann, wenn man mit seinem Körper nicht zufrieden ist, ich meine, ich habe auch festgestellt, wenn man die Ernährung eben umstellt auf mehr Rohkost und fastet, dann stellt sich irgendwann so das ideale Körpergewicht oder die Form, mit der man zufrieden ist, dann noch ein. Also, ja, also das muss man für sich selber. Manche sind auch mit einem molligeren Körper total glücklich und zufrieden, je nachdem, wie man sich annimmt. Und ich finde das auch total schön, diese Entwicklung zu sagen, liebe dich so, wie du bist so perfekt. Mhm. Ja, jeder hat ja auch einen anderen Fokus, was ihm wichtig ist. Ja. Und das ist einfach so schön. Und ja, ich freue mich halt eben durch das Barfußlaufen, habe ich eben dann erkannt, wie wichtig meine Füße sind, dass sie mich schon durchs ganze Leben tragen und dass ich denen viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet, dass ich immer versteckt habe und dass ich die gar nicht sehen wollte. Und jetzt, da dürfen sie barfuß laufen, haben ganz viel frische Luft, dürfen so verschiedene Untergründe spüren. Und ich mache auch regelmäßig Fußbäder und dann öle ich die mit Öl ein. Ich habe noch nie meinen Füßen so viel Aufmerksamkeit gewidmet wie in den letzten 2 Jahren. Und ich bin da so dankbar, dass ich eben jetzt nicht nur mit meinen Händen spüre, mit meiner Haut generell, sondern auch mit meinen Füßen, den Boden, die verschiedenen Untergründe spüren kann. Und da habe ich echt zu meinem Frieden gemacht mit meinen Füßen. Habe jetzt auch gar kein Problem irgendwo barfuß. Am Anfang, ich muss echt zugeben, vor 2 Jahren, ich wusste, ich will barfuß laufen, mein jüngster Sohn hat mich dazu animiert. Und ich dachte dann schon, oh, meine Füße, weißt du, wie das so ist? Dann sieht die ja jeder. Klar kam auch der Gedanke, oh, dann werden die schmutzig und ich könnte irgendwo reintreten, aber auch dieses, oh, da sieht ja jeder meine Füße. Und das ist jetzt so schön, dass ich irgendwie das gar nicht mehr so schlimm empfinde. Ich dachte, warum habe ich denn da irgendwie ein Problem damit gehabt? Das bin doch ich, das gehört doch einfach zu mir. Das sind doch Teile von mir, so, ne? Schön, ja, das ist eine schöne Erkenntnis gewesen. So. Ja. Das habe ich so auch noch nicht von dir gehört. Also das, weil das sieht immer so selbstverständlich aus, wenn du barfuß läufst, dass da am Anfang halt so diese Schwierigkeiten waren. Ich hatte auch überlegt, ich wollte nochmal so ein Update machen zum Barfußlaufen und da habe ich auch überlegt, ob ich das dann einfach mal so anspreche, weil das ist ja nochmal ein anderer Aspekt, ne? Das ist ja nicht nur der Aspekt des Barfußlaufens, so, dass ich jetzt einfach so die praktischen Dinge benenne, sondern auch einfach mal so einen seelischen Aspekt, der so dahinter liegt, ne? Dass ich da gelernt habe, dadurch meine Füße ganz anders anzunehmen. So. Ja. Ich finde, es ist auch wirklich so die, für mich persönlich auch die Königsklasse, weil ich auch immer noch heute irgendwie totale Schwierigkeiten habe, so meinen Körper anzunehmen, also verschiedenste Stellen. Also ich habe neulich mit einem Freund zusammengesessen und dann hat er mich gefragt, welche Körperstellen findest du denn sexy zum Beispiel, ne? Und mir ist nichts eingefallen, ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu sagen, so, weil ich merke, das beobachte das immer noch bei mir ganz stark, wie da so verschiedene Teile ablehne, ob das jetzt irgendwie meine kräftigen Waden sind oder meine hängenden Brüste oder
was weiß ich, also da gibt es ganz viel und das ist wirklich für mich eine tägliche Übung, dies so anzunehmen und bin da auch sehr, also weiß, dass das total herausfordernd für mich ist, so, ne, und aber ich um meiner selbst willen will ich das machen, will ich daran üben, so, ne, dass das, wie du es auch gesagt hast, so, ne, dieser, das ist mein Körper, den habe ich hier, mit dem laufe ich durch dieses Leben, durch diese Welt und ich, das bringt mir ja nichts, wenn ich da irgendwie dagegen bin. Und ich glaube, das ist auch gerade für viele Frauen ein total großes Thema, so, ne, dieses, sich den Körper so anzunehmen und da ja zuzusagen. Also kann ich jede Frau irgendwie verstehen, die damit ein Thema hat und trotzdem lohnt es sich total, ja. So, ne? Weil das tut auch viel so zur Lebensfreude dabei. Ich merke jetzt zum Beispiel seit einiger Zeit, dass ich anders durchs Leben laufe. Wenn ich irgendwie durch die Straßen gehe, dann bin ich irgendwie aufrechter, meine Schultern sind so weiter zurück, weil ich habe auch, bin auch, wie du gesagt hast, so dazu geneigt, irgendwie eher so nach vorne und mich zu schützen und damit mich keiner anspricht und nicht irgendwie merkt, dass ich eigentlich gar nicht so viel Selbstvertrauen habe und ja, und dass sich das verändert und das ist so schön irgendwie, wenn das so zu bemerken, dass ich anders laufe oder, also daran merke ich dann, okay, haben sich Dinge verändert, ne? Und ich finde, was mir da auch zum Beispiel hilft, ist, mich mit Menschen zu umgeben, die auch auf diesem Weg sind, sich so anzunehmen, wie sie sind und die Vielfalt zu feiern, ja, und nicht dieses, wie das in Zeitschriften, wo halt alles gleich gemacht wird, da gibt es dann ein Ideal und dann, so werden dann alle retuschiert, so, ne, und ich habe es ja schon öfter gesagt, so, wenn das reale Bild sieht man eigentlich nur in der Sauna, so, ne, wo man mitkriegt, wie sehen denn wirklich echte Menschen aus und auch ohne Schutzhülle, ohne irgendwie Klamotten, ohne Retuschierprogramm und ja, da kann man total viel studieren, so wie das eigentlich ist und dann so Filme wie zum Beispiel Embrace oder so, die wo es halt darum geht, ich weiß nicht, ob du den kennst, dass da, der ist schon ein paar Jahre alt, aber jetzt kam der gerade so auch in die deutschen Kinos, also zumindest in so Alternative, wo es halt darum geht, also die Frau ist halt durch die Welt gereist und hat mit ganz vielen Frauen gesprochen und hat gemerkt, dass irgendwie 90% der Frauen sich selber ablehnen und zum Teil auch hassen, so. Und also den Körper und dass sie halt dazu auf, sie hat dazu ermutigt in dem Film, einfach wirklich, egal wie du gerade ausschaust, das so anzunehmen. Und da habe ich auch, ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig dieses Thema ist, so, ne, da auch Bewusstsein für zu schärfen, dass das, wie wir das irgendwie vermittelt bekommen, nicht die Realität ist oder so, ne, ja. Dass das total wichtig ist. Und ich meine, Selbstliebe kannst du ja in jedem Bereich finden, so, ne, ob es in deinem Wohnraum ist, wie gestaltest du dir das oder wie ernährst du dich, mit was für Menschen umgibst du dich, das sind alles so, in jedem Bereich kannst du da was verändern oder kann sich was zeigen, genau. So, ne? Genau, und ist ja auch so, es ist immer so, gerade wenn man jetzt so vom Körper ausgeht, es gibt bestimmte Teile, die kannst du jetzt nicht ändern, vielleicht durch einen chirurgischen Eingriff, die Nase oder die Lippen oder irgendwas, aber es gibt so Dinge, wie die Nase beschaffen ist, die Lippen, die Ohren, die Gesichtsform, wie deine Hände und Füße sind, ob das Becken breiter ist, das kannst du nicht ändern. Und das Beste, also ich meine, das kann man chirurgisch alles ändern, ne? Aber ich meine, wenn wir jetzt vom natürlichen Weg ausgehen, ist das wirklich ein Punkt, wo man wirklich am besten lernt, das einfach so anzunehmen, sich vor den Spiegel zu stellen und sagen, ich liebe mich so, wie ich bin, so bin ich auf die Welt gekommen. Ich meine, was so die Körperform angeht, ist ja so, durch eine gesunde Ernährung kannst du halt deinen Körper modellieren, das ist einfach so. Ne? Mhm. Aber manche mögen sich eben ein bisschen molliger, manche mögen eher so die Rundungen, manche mögen sich eher schlank. Den Einfluss hat man ja selber dann eigentlich so, ne? Aber jetzt generell so die Dinge, wie ich schon besprochen habe, diese Körperteile, die kann man eben nicht so ändern. Ich finde, was ich auch manchmal viel wichtiger ist, was ein Mensch für eine Ausstrahlung hat. Mhm. Und da gibt es ja so verschiedene Menschen, von schlank und dünn und klein und groß und
weiß ich nicht, mit großen Ohren, mit kleinen Ohren, mit großen Nasen, kleinen Nasen, aber die Ausstrahlung, was von innen kommt, ist so wichtig. Und dann ist doch vieles, was andere vielleicht als Makel sehen würden, sage ich mal so, das fällt nicht auf, weil die Ausstrahlung einfach so grandios ist, dass du den Menschen genauso total gut findest. Obwohl manche sagen, er hat aber hier große Nase oder hier, die Ohren sind ja komisch oder hier, der hat ja hier so eine Platte oben. Ne? Also das ist, wo ich sage, aber es gibt Menschen, die haben so eine charismatische Ausstrahlung, die sich ihrer so bewusst sind, wo es einfach vom Innen, vom Geist heraus kommt, wo das irgendwie überhaupt nicht zur Debatte steht, dass da irgendwo ein Makel ist, so, ne? Weil die sich einfach ihrer selbst so bewusst sind. Und weißt du, weil du vorhin gesagt hast, auch mit den Hängebrüsten, bei mir ist ja so, dass ich auch seit einem Jahr kein BH mehr trage und ich jetzt mal so BH-frei getestet, auch durch eine gemeinsame Freundin von uns, die Hanna. Und da gibt es ja noch ein paar andere Frauen, das ging ja letzten Sommer so rum. Und dann habe ich gedacht, ausprobiere ich auch mal. Und ich hatte ja auch immer so Push-Up getragen und ich meine, meine Brust war noch nie so, ja, wie das manchmal so bei manchen Models ist oder keine Ahnung. Die war schon, ich hatte dann auch mal, ich habe ja ein Video auch gemacht, so ein BH-Fahren, habe ich mal ein altes Foto von 2002, als ich in Tansania war, eingeblendet. In der Zeit hatte ich noch keine BHs getragen, so Bustiers, da war mir so noch gar nicht so. Und dann hat man aber halt auch gesehen, dass meine Brust auch eher nicht hochstehend ist, sondern auch schon eher hängt. Und das hat mich damals überhaupt nicht gestört. Ne? Und dann durch das Stillen meiner zwei Jungs, ich habe ja lange gestillt, insgesamt 6 Jahre, also jeden 3 Jahre. Jetzt vor allem nachts, dann die letzten 3 Jahre dann ja nicht mehr so intensiv. Aber das zieht dann halt eine Brust auch in Mitleidenschaft. Und ich meine, ja, das ist halt, ich habe gerne und lang gestillt. Und es ist halt auch wichtig für mich, dieser Prozess gewesen, auch für die Jungs. Und dann habe ich dann schon gemerkt, ne, wenn man dann so ein paar Jahre Push-Up-BHs trägt und dann lässt man den BH weg, denkt man so, oh, sieht aber ganz anders aus. Und dass er vorm Spiegel steht und auch so oben so guckt. Das war vorher so eine einheitliche Form. Dann sah ich aus wie alle Frauen. Ne? Die haben so Push-Ups, das sieht ja alles gleich aus. Das ist halt nur ein bisschen größer, kleiner. Und dann stand ich auch erstmal vom Spiegel das erste Mal und denke ich mir so, tja, sieht jetzt nicht so optimal aus. Aber mache ich jetzt fast ein Jahr. Also im Juli habe ich ja damit begonnen, Juli 2016. Und ich habe mich das wirklich so angenommen. Es ist so, auch wenn man da mal so, ist ja so, wenn du kein BH trägst, auch da sieht man ja auch mal die Brustwarzen. Wenn ich das manchmal jetzt noch sehe, denke ich mir so, oh shit. Aber so, ich denke, gut, es ist halt so. Bei Männern sieht man sie ja auch. Wo ich immer sage, wieso, bei Männern laufe ich auch mit freiem Oberkörper rum. Letztens habe ich auch ein Video gesehen vom Rohkostcamp, da hat auch ein Rohköstler gesprochen, auch oberkörperfrei. Und hat mir das auch, da hat er auch Nippeln, sagt man ja, so hat man gesehen. Und ich denke, ja, das ist doch okay. Warum nicht auch bei Frauen, ne? weil eben die Brust so sexualisiert wird. Und deswegen denkt man da manchmal so selber, erwische ich mich, wenn ich das irgendwo sehe auf dem Foto, so, okay. Oder im Video denke ich mir so, okay. Aber es ist halt so, das gehört halt auch dazu. Da nehme ich mich dann so an, es ist einfach so. Ne? Und wenn ich nochmal was sagen darf, das ist, weil ich auch vorhin so angesprochen habe im FKK, dass das auch so ein ganz wichtiger Schritt für mich war, meinen Körper so anzunehmen, dass den auch andere sehen so und dass ich da selbstbewusst bin. Das war für mich so ein ganz wichtiger Prozess. Und auch festzustellen, ist ja so, wenn man jetzt mal so um die, auch was so ein Thema ist bei vielen Frauen, sich zu rasieren, zu enthaaren und dann Arm, die Beine im Intimbereich. Ich habe das auch lange Jahre gemacht, so zumindest so Beine und Arme, also Achseln. Und im letzten Jahr dann immer nur einmal im Monat oder so. Also dann mache ich das 1-2 Mal im Monat. Aber was ich nie gemacht habe, war zum Beispiel im Intimbereich. Und wenn ich im FKK bin, habe ich im letzten Jahr schon immer gesehen, oh. Und dann gucke ich immer auf mich runter und denke mir so, okay, ja, ich bin aber so, ich bin so, das ist meine Natur. Und ich sehe halt jetzt auch aktuell viele Frauen, auch ältere Frauen, die deutlich älter sind, die eben da rasiert sind. Und ich dann immer so, okay, und ich merke schon, wie die gucken. Aber ich denke immer so, nee, das bin ich so und ich will da auch, da stehe ich auch dazu, das ist so natürlich. Also Arme und Beine, da stürzt mich, also Achseln stürzt mich nicht so, aber Beine stürzt mich manchmal noch, weil meine Haare auch recht dunkel sind. Und bei Hannah, die war jetzt beim Potluck und ich finde ich so stark, die lässt ja auch ihre Beinhaare wachsen und das finde ich so, also das würde ich mir so noch nicht trauen, muss ich echt sagen. Also da bin ich auch noch nicht so auf meinem höchsten Level angekommen, das ist auch mal noch so ein Akt, das einfach so zu sagen, es gehört aber auch dazu. Und ja, da bin ich noch nicht so weit, aber so, das ist mir so aufgefallen. Oder wo ich dann immer denke, oh, so die, manche Frauen und Männer, die sehen ja so untenrum aus wie Mädchen und Jungs. Die sind ja gar keine,
bin doch eine Frau, ich bin doch kein Mädchen mehr. Ne? Ja. So, ich bewerte und verurteile das nicht, aber solche Gedanken hatte ich dann manchmal, um mich selber auch wieder stark zu machen. Dass ich manchmal denke, oh, ne, so, oh, das ist wieder diese Konditionierung, oh, bin ich jetzt wieder nicht konform. So. Und ich immer denke, nee, das ist alles gut so. Ich habe mich dafür entschieden, ich fühle mich wohl damit und es fühlt sich für mich wohl an. Es ist ganz egal, was die anderen denken. Die können da ihre, können da ihre Vorteile haben oder mich bewerten. Das ist mir egal. Wichtig ist, dass ich mich gut damit fühle. Ja, ja, das hast du spannende Themen angesprochen, so, weil ich muss da echt meinen Respekt aussprechen. So, ich finde euch da auch immer total mutig, so kein BH anzuziehen und so, weil das traue ich mich zum Beispiel noch gar nicht. Also da merke ich immer, selbst wenn du davon erzählst, ich kriege da Herzklopfen nicht. Okay. Das ist, also das finde ich echt mutig, so aus meinem Blick so. Und aber zum Beispiel habe ich ja auch, ich weiß nicht, letzten Herbst oder so aufgehört, mich zu rasieren und auch, also so überall und merke, also so, dass mir das zum Beispiel total leicht fällt, so, ne? Also es ist so, weil du es jetzt angesprochen hast und ich sage das jetzt zum Beispiel an den Beinen oder so, bin ich auch unrasiert und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie besser dazustehen, sondern einfach um dir, als die du das schaust, irgendwie aufzuzeigen, jeder hat seine eigenen Baustellen und ist an anderen Punkten und der eine kann das vielleicht schon besser als das andere, aber es geht gar nicht darum, irgendwie wer wo ist oder so. Jeder hat also seinen Weg und ich merke zum Beispiel mit den behaarten Beinen, ich finde es immer noch nicht schön, wenn ich das bei mir sehe, wenn ich da so runterschaue. Ich finde meine Beine auch viel schöner, wenn sie glatt rasiert sind, aber ich merke, ich möchte, also ich bin ja eh auf dem Weg so natürlicher, immer natürlicher. Ja. Und das nicht nur bei der Ernährung, sondern halt auch bei der Körperpflege. Ach, deine Beine. Ach, so würde ich es auch lassen. Aber meine wären noch dunkler. Das finde ich ja noch okay. Hm. Aber meine wären dann noch, also in dem Level rasiere ich sie dann immer, wenn sie so, also in Sardinien bin ich auch 3 Wochen ohne unrasiert und mit kurzen Hosen. Hm. Aber ich habe sie dann erst zu Hause auch wieder rasiert. Also 4 Wochen geht's und dann sind die zu dunkel. Hm. Dann finde ich irgendwie so, oh. Und die werden ja dann noch länger. Hanna hat ja auch recht dunkle Haare. Ne? Aber ich finde das so stark. Also ich dachte mir, oh krass. Aber es ist so, es ist halt so, so sind die Frauen. Wir sind halt so. Ja. Das ist halt, gehört halt zu uns. Das ist ganz natürlich. Ja. Ich habe auch letztens so einen Artikel gelesen, warum die Schambehaarung wichtig ist, weil es auch ein Filter ist. Die schützt ja auch davor, dass keine Viren und Bakterien reinkommen. Und da war so eine schöne Infografik. Da sieht man, wie es 1920 war, in den 40ern. Ja. Und es war so einen riesigen Busch. Der wurde erstmal enger, immer kleiner. Dann irgendwann war nur noch so ein Streifen. Ja. Und jetzt ist es, dass alles kahl ist. Und ich dachte, nee, das will ich gar nicht. Und man muss sich auch mal überlegen, wo das herkommt. Man muss sich mal überlegen, wo das eigentlich ursprünglich herkam, das kahl rasieren. Das kommt, ist ja auch in der Pornoindustrie ganz weit verbreitet. Hm. Und das finde ich schon krass. Also ich möchte mich dem nicht unterwerfen oder dann so aussehen wie die Frauen da in den Filmchen. Ja. Mhm. Ich denke mal, das machen ja eher auch nur die Frauen der westlichen Zivilisation. Also ich denke, dass viele Afrikanerinnen oder Asiatinnen oder auch Menschen, die sehr natürlich leben, die gar nicht so Zugang zum Internet oder sowas haben, die einfach ihr Leben leben im Hier und Jetzt, dass die darauf kommen würden, sich im Intimbereich zu rasieren. Mhm. So, ne? Also schon krass, wo dann diese Prägung herkommt auch, ne? So. Ja. Ja, aber das, was ich eben kurz angesprochen hatte, bevor der Film unterbrochen wurde, mit der Natürlichkeit, so, ne, das finde ich, hat auch viel so mit der Selbstliebe zu tun. Also, dass man nicht glaubt, dass man irgendwas machen muss, um irgendwie schöner oder sonst irgendwas zu sein. Also, ich meine, ich finde das total legitim, wenn man irgendwie Klamotten anzieht, in denen man sich wohlfühlt oder irgendwie Schmuck anlegt oder sowas, ne? Das ist schon, also man kann, oder ich möchte auch meine eigene Schönheit, die ich habe, oder das, die Liebe, die ich für mich selber habe, auch zum Ausdruck bringen. So, ja. Ne? Und da, ja, da kannst du auch manchmal einen Lippenstift oder dies oder jenes, also das ist auch, finde ich, völlig legitim, so, ne? Aber das, dieses zu viel, und wenn man dann irgendwie eine Maske auflegt oder sich verstellt oder glaubt, irgendwie besser sein zu müssen, als man sich vielleicht fühlt oder so, ne? Und ich finde es
ich finde das immer sehr schön, wenn ich merke, die Menschen sind authentisch und trauen sich vielleicht auch mal mies drauf zu sein, weil es halt heute gerade so ist. Und für mich ist das auch, hat das auch viel mit Selbstliebe zu tun. Also das, wie du es auch schon angesprochen hattest, ne, dass man sich so annimmt, wie man gerade ist und nicht glaubt, irgendwie sein zu müssen, so dass man sich da irgendwo anpasst oder irgendwelche Muster, wo man glaubt, also sei es jetzt aus dem Familiensystem oder sei es aus der Gesellschaft, wie man glaubt, irgendwie sein zu müssen. Was ich auch wichtig finde, auch wenn wir jetzt zu diesem Weg gehen, eben nicht zu rasieren und zu uns selbst zu stehen auf natürliche Art und Weise und auch jetzt den BH wegzulassen und dies und das, dass es ja auch kein Angriff auf die Frauen sein soll, die das noch tun. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn ich dann selber auf meinem Kanal berichte, ich lasse jetzt ein BH weg und ich wasche mich jetzt auch noch mit Labeerde, dass oft von Menschen, die das noch machen, also sich rasieren, sich Shampoos nutzen und BH tragen, manchmal so abwertende, beleidigende Kommentare kommen. Ich stelle ja nicht das, ich will nur meinen eigenen Weg finden. Also ich möchte gern so, dass beide Wege, Möglichkeiten einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen, ohne dass da, dass es Vorurteile oder Bewertungen gibt. Ne? Wenn ich mich jetzt entscheide, kein BH mehr zu tragen oder mich nicht mehr so oft zu rasieren, beziehungsweise an bestimmten Stellen gar nicht mehr zu rasieren, dann möchte ich einfach auch da, dass es da auch auf beiden Seiten Wertschätzung gibt. Ich sage ja nur, dass ich das für mich jetzt nicht mehr so benötige, weil ich einfach eine andere Wahrnehmung, ein anderes Bewusstsein dafür bekommen habe. Und manche fühlen sich dann immer selber abgewertet, dass das, was sie machen, falsch ist. Aber es ist ja, ich rede ja immer nur von meinen persönlichen Erfahrungen. Das ist so, bin ich nur ganz ich persönlich. Und ich habe für mich eben festgestellt, ich brauche das nicht mehr, mir ist das nicht mehr so wichtig und ich will ein bisschen mehr in die Natürlichkeit gehen. Und ich weiß nicht, warum das bei manchen Leuten dann eben so Hass oder Aggression antriggert. Bei manchen Menschen. Ich wünsche mir da einfach, dass das so gleichberechtigte Wege sind, die man gehen kann und dass man einfach sich, dass man, ich finde es auch schön, wenn jemand schreibt, also ich kann es mir für mich nicht vorstellen, aber ich finde es interessant. Das finde ich total, da freue ich mich über so einen Kommentar. Ne? Dass ich sage, naja, wenn du damit glücklich bist, dann mach das. Es gibt ja da wirklich Menschen, die da so richtig beleidigend reagieren, weil man kein BH mehr trägt. Das ist, oder auch freie Menstruation betreibt, das ist ja auch noch so ein Ding. Ja. Sowas, ne, wenn man einfach zu mehr Natürlichkeit finden kann. Und ja, also bestimmte Dinge macht man wahrscheinlich auch aus Selbstliebe, wenn man irgendwann wirklich so ein tiefes Bewusstsein für sich entdeckt hat, dass man sich eben gesünder ernährt. Dass man einfach schaut, was ist denn so ein Shampoo drin oder Zahnpasta? Und man sagt, oh, ist ja alles nur Chemie. Und dann macht man das eben nicht mehr. Ne? Oder dass man merkt, oh, der BH, der engt mich total ein und ich fühle mich total eingeengt. Und dass man sagt, also meine Selbstliebe ist so groß, dass ich das jetzt weglasse, weil ich mich einfach frei fühlen will. Das kann man ja auf viele Bereiche nehmen. Ja. Oder meine Selbstliebe ist so groß, dass ich jetzt mir Auszeit nehme. Und oder dass ich jetzt einfach mal eine Woche faste, um mir was Gutes zu tun. Also das kannst du ja auf verschiedene Bereiche legen. Ja. Was ist es dir wert? Ne? Ja, ich bin dir dankbar, dass du das nochmal so rausgestellt hast mit diesem jeder geht seinen eigenen Weg und das, was dich glücklich macht oder so, ne, das ist das, was wichtig ist. So darum geht es eigentlich, ne, dass jeder Mensch sich selbst wohlfühlt, indem wie er ist. So, ne, und sich damit anzunehmen und egal, wie du gerade bist oder an welchem Punkt du stehst, das ist genau das Richtige. So, ja. Genau, und wenn wir inspirieren ja auch von unseren Kanälen mit unseren Themen und wünschen uns, dass wir Menschen anziehen, die auf der Suche sind und denen wir einfach ein Stück weit Hilfestellung geben können, Tipps geben können. Wir wollen ja nicht polarisieren in dem Sinne mit Absicht, dass wir sagen, ja, wir wollen jetzt auffallen, wir wollen jetzt anders sein als die Masse. Das ist einfach unser Weg. Also ich fühle mich da auch innerlich geleitet. Also alle Dinge, die ich mache, die mache ich nicht, um einfach die Dinge generell anders zu machen als die Masse, sondern ich werde einfach geleitet. Ich finde immer mehr zur Natürlichkeit und versuche einfach meinen eigenen Weg zu finden. Und ich freue mich, wenn immer mehr Menschen ein Stück weit daraus sich was ziehen können. Ne? Das ist für mich ist ja YouTube auch so ein bisschen wie Therapie gewesen. Ich war ja früher eher so zurückhaltend,
habe auch nicht gerne so vor Leuten gesprochen, so vor vielen. Aber ich meine, jetzt, wenn ich Videos mache, ist ja sowieso nicht Predigt. Aber dass ich so mit bestimmt, dass ich auch mal über freie Menstruation rede, sowas hätte ich früher, vor ein paar Jahren, hätte ich mir das nicht vorstellen können. Aber es war halt auch ein Thema, das war für mich dran. Es gehört für mich eben auch dazu, dass ich dazu stehe und anderen Menschen einfach Frauen da auch Tipps gibt. Es gibt viele Frauen, die sagen, oh, ich habe das mal probiert, das ist ja so erleichternd, ne? Für manche Menschen, die das umsetzen können. Und es ist einfach so schön. Und da geht es ja, genau, und da geht es ja gar nicht darum, dass es jetzt unbedingt freie Menstruation, sondern überhaupt so dieses Mut zu machen, über das, was dich bewegt, irgendwie zu sprechen, so, genau. Und dich damit zu zeigen. Und der Hintergrund war ja eigentlich auch, dass ich so indirekt mit dem Video ja zur freien Menstruation sagen wollte. Seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe, gefasst und mehr Rohkost, habe ich keine Probleme mehr, keine Schmerzen, ist weniger geworden, viel leichter zu handeln. Das war irgendwie eigentlich so meine indirekte Hauptaussage, dass das eben dann auch so mit der freien Menstruation, wenn man es eben beruflich kann, dass man das einfach so leicht handeln kann. Weil ich weiß, dass viele Frauen Probleme haben, Menstruationsprobleme, Schmerzen, Stimmungsschwankungen, zu stark bluten, dass das nicht sein muss. Das muss nicht sein. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch weiter quatschen, aber ich denke, das ist jetzt erstmal so ein großer Happen, den du verdauen kannst. Und ich danke dir sehr für das inspirierende Gespräch. Gerne, ich danke dir auch sehr, dass du so den Anstoß dafür gegeben hast. Ja, schön. Ja, danke, dass du mich bereit erklärt hast. Okay, dann freuen wir uns, also schaut mal bei Silkes Kanal vorbei und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet und wünsche euch alles, alles Liebe. Genau, euch noch eine schöne Zeit. Ja, ciao. Tschüss.